Hallo und herzlich willkommen zur 127. Folge von Bitcoin verstehen, dem Podcast, bei dem wir versuchen, euch alles rund um das Thema Bitcoin einfach und verständlich näher zu bringen. Mein Name ist Manuel und wie jeden Sonntag dabei ist wieder Jonas. Hi Manuel. In dieser Folge haben wir Jörg Hermsdorf, der unter anderem die Bitcoin-Akademie von Consurf ins Leben gerufen hat, zu Gast. Gemeinsam mit Jörg widmen wir uns dem Themenkomplex der 51%-Attacke. Wir besprechen insbesondere, welche finanziellen und technischen Voraussetzungen ein Angreifer, der eine 51%-Attacke ausführen möchte, erfüllen muss und, vorausgesetzt ein Angriff würde gelingen, welche Möglichkeiten einem erfolgreichen Angreifer offen stünden. Zusammen gehen wir auch der Frage nach, inwieweit Mining-Pools vor diesem Hintergrund eine Gefahr für das Bitcoin-Netzwerk darstellen. Daneben möchten wir natürlich ebenso wissen, mit welcher Wahrscheinlichkeit manipulierte Hardware in Verwendung ist, die sich ein Angreifer zunutze machen könnte. Noch ein kurzes Wort zu den beiden Sponsoren unseres Podcasts und dann starten wir auch schon los. Werbung. Mit der Bitcoin-Only-App Relay könnt ihr Bitcoin in eure eigene Wallet einfach und unkompliziert für Gebühren von bis zu 1% kaufen und verkaufen, indem ihr unter anderem unseren Rabattcode BTCVerstehen verwendet. Außerdem könnt ihr euch ganz einfach die Sparplanfunktion und damit den Dollar-Cost-Average-Effekt zunutze machen. Übrigens, wenn ihr einen Sparplan mit einer Ordergröße von mindestens 100 Euro erstellt, bekommt ihr einmalig einen Bonus von 10 Euro. Bei der Aufbewahrung kommt nämlich dann der zweite Unterstützer des Podcasts ins Spiel, Shift Crypto. Denn die sicherste Art, eure Bitcoin-Guthaben bzw. privaten Schlüssel langfristig aufzubewahren, ist die Verwendung eines Hardware-Wallets. Und hier können wir euch uneingeschränkt die Bitbox 02 von Shift Crypto empfehlen, durch die sehr einfache Bedienung und Einrichtung, den großen Fokus auf Sicherheit und den hilfreichen Support bei euren Fragen, ist die Bitbox 02 insbesondere auch für alle Einsteiger und Einsteigerinnen sehr geeignet. Und mit dem Code BTCVerstehen erhaltet ihr 5% Rabatt auf die Bitcoin-Only-Edition der Bitbox 02. Alle Informationen zu Relay, der Bitbox und natürlich die Rabattcodes findet ihr natürlich noch in den Episodennotizen. Werbung Ende. Und nun wünschen wir euch viel Spaß bei unserem Gespräch mit Jörg Hermsdorf. Hallo Jörg, herzlich willkommen bei unserem Podcast. Es freut uns sehr, dass du dir die Zeit nimmst. Hallo, hallo. Ich freue mich hier zu sein und let's go. Genau, dann fangen wir einfach an, weil wir, glaube ich, ein ganz interessantes Thema haben. Wir sprechen ja hier häufiger über die ökonomischen Punkte, über Geld bei Bitcoin. Aber häufig kommen auch sehr, also vor allem sogar sehr häufig kommen Fragen von unseren Hörern und Hörerinnen in die Richtung, können wir nämlich das Bitcoin-Netzwerk denn irgendwie auch technisch, ich sage es mal in Anführungszeichen, hacken oder angreifen? Und genau darüber möchten wir heute mal sprechen. Aber bevor wir einsteigen, dich könnte man vielleicht schon von einen anderen Interviews und auch Podcast-Episoden, auch von Vorträgen, vor allem aus Innsbruck, ja auch kennen. Aber willst du mal ganz kurz ein bisschen was über dich erzählen? Was machst du und vor allem, wie bist du zu Bitcoin gekommen? Ja, ich beschäftige mich schon eine Weile mit Bitcoin. Ich habe Informatik studiert und 2005 in einer Bachelorarbeit zu anonymen, pseudonymen, dezentralen Netzwerken und den Sicherheitsangriffen auf diese Netzwerke geforscht. Und ja, habe dann irgendwann von Bitcoin gehört und mir das halt lange angeschaut, wo es noch keine Bücher und Podcasts und Videos gab, was dort die Sicherheitsmechanismen in dem offenen, dezentralen Netzwerk angeht. Und ja, bin dann irgendwann im Laufe der Jahre zu der Überzeugung gekommen, dass es da das Premium-Netzwerk ist, das die besten Sicherheitsgarantien gegenüber Angriffe auf dezentrale Netzwerke bietet. Und habe dann 2018 eine Bitcoin-Beratungsfirma mitgegründet und wir haben dort auch eine Akademie. Es ist ähnlich wie bei euch Bildung, aber bei uns ist das sehr strukturiert. Also wir haben da direkt Kurse für diejenigen, die sagen, ich nehme jetzt mal einen Tag Zeit und will die wichtigsten Facetten gut fundiert verstehen. Ja, das ist die Bitcoin-Akademie von Consurf. Sehr schön. Das werden wir natürlich entsprechend verlinken. Jonas hat es ja angesprochen, in dieser Folge möchten wir uns den technischen Angriffsmöglichkeiten auf das Bitcoin-Netzwerk widmen. Über einen Punkt stolpert man ja verhältnismäßig schnell. Wir haben es bisher nur angesprochen, aber noch nie vertieft besprochen, nämlich die 51%-Attacke. Führt dazu gern mal ein bisschen aus. Also was kann man damit machen? Was steht dahinter? Was sind die Voraussetzungen?
Ja, vielleicht macht es Sinn, kurz nochmal in die pseudonymen dezentralen Netzwerke die Besonderheiten gegenüber Netzwerken, wo man nur mit Login und Passwort reinkommt, also wo es eine zentrale Autorität gibt, die bestimmt, wer an dem Netzwerk überhaupt teilnehmen darf und auch Teilnehmer ausschließen darf. Ja, das ist ja ein Ansatz, und der andere Ansatz ist ein offenes Netzwerk, wo beliebig viele Teilnehmer hinzukommen können und auch kommen und gehen können und ihre Identitäten wechseln können. Und das kann man sich vielleicht wie einen großen Raum, nehmen wir mal vielleicht eine große Kathedrale vorstellen, wo die Tür offen ist, jeder kann reingehen, aber dort ist es stockdunkel. Also man kann nichts sehen. Ja, man kann im Prinzip nur sprechen. Das ist alles, was man machen kann. Und wenn man da auf einen anderen Teilnehmer oder Menschen trifft, dann kann man sich da kurz die Hand schütteln, oder also nicht physisch, sondern Handshake nennt man das, also vorstellen, wer man ist, und anfangen zu unterhalten. Ja, und das Problem dabei ist, man weiß halt nicht wirklich, ob man mit jemandem schon mal gesprochen hat, ob da einer mit vielen Identitäten rumläuft und sich die einfach nur die Stimme verstellt und jedes Mal eine andere Story erzählt, wer er ist. Und also im Prinzip kann man in dieser stockdunklen Kathedrale niemanden wirklich vertrauen. Ja, also willkommen im Cyberspace. Das ist im Prinzip die Natur der Sache. Und um diesem Ort überhaupt was Nützliches abgewinnen zu können, sollte man die Gespräche jetzt nicht auf Ratsch und, also Tratsch und Tatsch, sondern auf irgendwas Nützliches reduzieren, was man überprüfen kann. Ja, und das Einzige, was uns da bleibt, ist die Mathematik. Also wenn wir uns mit jemandem unterhalten, dann nur mit denen, die richtig rechnen können. Wenn wir auf jemanden treffen, der behauptet, 1 plus 1 ist gleich 3, dann bekommt der quasi eine virtuelle Ohrfeige, und wir drehen uns um und sprechen nie wieder mit ihm. Ja, im Fall von Bitcoin zumindest für 24 Stunden. Ja, dann vielleicht hat er da draus gelernt und behauptet sowas das nächste Mal nicht nochmal. Ja, das sind dann die Blocklisten, also die Banlisten. Das muss aber jeder Teilnehmer selbst pflegen, mit wem er aktuell das Gespräch verweigert. Ja. Und jetzt haben wir noch ein letztes großes Problem, was es zu lösen gibt. Nämlich, wir müssen in diesem Raum Einigkeit oder Konsens darüber erreichen mit den anderen ehrlichen Teilnehmern, was ist der Zustand unserer Welt. Ja, also genauer gesagt, wir brauchen, es geht jetzt um Transaktionen, die wir abbilden wollen, wir brauchen eine zeitliche Ordnung, auf die wir uns alle einigen, wann eine Nachricht in Erscheinung getreten ist zum ersten Mal. Und das Problem ist, wir können ja nicht in dem Raum, können ja nicht alle gleichzeitig sprechen. Das heißt, wir wissen nicht, wo eine Nachricht zum ersten Mal in Erscheinung getreten ist. Ja, wir können immer nur bei Bitcoin mit maximal 8 anderen Teilnehmern gleichzeitig sprechen, und die leiten uns natürlich nur Nachrichten weiter, die sie gehört haben. Wir können also nicht darauf vertrauen, dass da irgendwie eine Unterschrift und ein Datum und eine Uhrzeit drunter steht. Heißt, wir brauchen irgendwie einen anderen Mechanismus, um Konsens herzustellen. Ja, das ist das Hauptproblem. Und die Lösung ist eine Zeitkette dieser Nachrichten, eine Timechain dieser Nachrichten zu bilden. Und da hilft uns aber die Mathematik allein nicht weiter, weil jetzt müssen wir verhindern, dass jeder einfach wild anfängt, Nachrichten ans Ende dieser Zeitkette anzuhängen, weil dann bekommen wir keine eindeutige Kette, sondern viele Verzweigungen. Ja. Und vor Bitcoin hat man das rein mit der Mathematik nur geklappt, wenn weniger als ein Drittel der Teilnehmer bösartig war. Ja? Da gab es Konsensmechanismen, die rein auf Mathematik und Kryptographie basieren, um das zu erreichen. Und ein Drittel ist jetzt, okay, jetzt kommen wir halt zu dem Punkt der 51% Angriffe. Bitcoin hat das halt gelöst, indem es die Physik ins Spiel bringt, um diese Schwelle auf 50% hochzubringen. Das heißt, ab 51% wäre das Netzwerk angreifbar durch sogenannte Sybil-Angriffe. Ja, und die Sybil-Angriffe sind ganz wichtig, die möchte ich an der Stelle noch erwähnen. Es ist halt in einem offenen Netzwerk, wo beliebig jemand hinzukommen kann, gibt es, wie gesagt, auch theoretisch Teilnehmer, die viele Identitäten kostgünstig, für zu wenig Kosten, erschaffen können. Ja, deswegen funktioniert da sowas wie eine reine
One-Person-One-Vote-Demokratie nicht, weil wir wissen ja gar nicht, wie viele Akteure haben, wie viele Identitäten im Einsatz in diesem Netzwerk. Und Bitcoin macht sich da, wie gesagt, die Physik zunutze. Und dort können bis zu 50% der ökonomischen Teilnehmer oder der ökonomischen Kraft, sag ich mal so. Ja, es sind nicht Teilnehmer. Wenn es einen ganz starken Teilnehmer gibt, der ein Interesse daran hat, das Netzwerk zu beschützen, dann würde es auch reichen, wenn der 50% der ökonomischen Kraft hat und das Netzwerk wäre trotzdem noch vor Sybil-Angriffen geschützt. Ja. Und diesen Schutz gegen diese Sybil-Angriffe nennen wir Proof of Work, hat man vielleicht mal gehört, habt ihr auch schon besprochen. Und kombiniert mit dem Nakamoto-Konsens, also es gibt verschiedene Konsensmechanismen, aber bei Bitcoin ist es der Proof-of-Work-Schutzmechanismus kombiniert mit dem Nakamoto-Konsens-Mechanismus, erlaubt dann den Teilnehmern, dass sie sich über die Gültigkeit der Transaktionen und den Zustand des Netzwerks einigen können. Ja? Und indem die ehrlichen Teilnehmer einfach der Zeitkette mit der objektiv am meisten verrichteten physikalischen Arbeit folgen. Ja. Damit werden Sybil-Angriffe effektiv unterbunden bei Bitcoin. Ja. Und über diese Verknüpfung zwischen Physik und Cyberspace habe ich auch schon in diversen Vorträgen gesprochen. Das findet man unter dem Titel Das finale Geld bzw. The Last Money. Ja. Und letzte Woche erst ist dazu ein unglaublich guter Kurzfilm von Ioni Appleberg und Knut Warnholm. Und Guy Swan, die haben dann mitgewirkt, genau zu dem Thema veröffentlicht wurden. Kannst du ganz kurz, ich will noch nachfragen, wer es nicht weiß, Nakamoto-Konsensus, das mal ganz kurz noch ein bisschen ausführen, worum es dabei handelt, weil ich glaube, die meisten werden da jetzt sagen, okay, was ist das? Nakamoto kenne ich von Satoshi Nakamoto, aber was genau ist das denn? Das ist, indem man im Prinzip alle Informationen, die jetzt in diese Zeitkette eingefügt werden, unter einem Hash verknüpft sozusagen und Proof of Work erzwingt halt dem Hash eine bestimmte Ordnung auf, also eine gewisse Anzahl führender Nullen zum Beispiel, wenn es im Hash, dann müsste eigentlich die Nullen und Einsen dort müssten eigentlich zufällig verteilt sein, ja, bei jedem Block, ja, mehr oder weniger zufällig. Und wenn ich dem so einem Hash-Wert, das 256 Nullen, wenn ich dem aber eine große Ordnung aufzwinge, indem ich sage, die ersten 18 Nullen müssen aber die ersten 18 Stellen müssen aber null sein, bevor ich überhaupt anfange, mir den Rest der Informationen anzuschauen. Dann weiß ich, da muss ein Prozess dahinter stecken, der sehr viel Arbeit verrichtet hat, um sowas zu generieren. Und das heißt, wenn ich mehrere konkurrierende Vorschläge für das Kettenende bekomme, dann schaue ich mir halt nur das an, wo diese eine Zahl, die erste Zahl, die ich mir anschaue, im Prinzip die Mindestarbeit oder die Mindestvoraussetzung für den Nachweis, den Proof-of-Work-Nachweis aufweist sozusagen. Und das schützt auch vor Spammern sozusagen, weil ein Spammer wird nie, der kann zwar Daten erzeugen, aber der schickt mir dann Informationen, die entweder, wo der Hash falsch ist, ja, das ist mit ganz wenig Energieaufwand überprüfbar, ob der Hash nicht passt zu den Daten, die er mir geschickt hat, oder wo halt der Hash nicht den notwendigen Proof of Work aufweist. Und dann sage ich, hast du die Regeln nicht verstanden, halt mal die Klappe sozusagen für 24 Stunden und wenn du es nochmal machst, dann rede ich mit deiner IP-Adresse nie wieder sozusagen. Und so kann man sich halt vor Überflutungen von Nachrichten und vor Spam schützen. Ja. Und man hat dann dadurch quasi eine dezentrale Möglichkeit, dass es, sonst hat man ja bei Versammlungen immer einen Sprecher, der dann auf den Tisch klopft und sagt, jetzt seid mal alle ruhig und jetzt übergebe ich das Wort an den. Das wäre aber halt eine zentrale Instanz, die dafür sorgt, wer wann sprechen darf. Und bei Bitcoin ist es halt ans Universum, an den Zufall, an wirklich echten Zufallsmechanismus ausgelagert, wer sprechen darf. Ja. Und ja, diese Einigung, dass man immer sozusagen dem der Kette folgt, die meiste Arbeit objektiv verrichtet hat, ist der Nakamoto-Konsens. Oder das hat sich Satoshi Nakamoto quasi ausgedacht und danach ist dieser Konsens-Typ benannt worden. Es gibt noch andere, Byzantine Fault Tolerance oder BFT-Konsens und so weiter. Also
das sind dann andere Mechanismen, aber bei Bitcoin ist es halt dem Folgen der meisten, kumulativ meisten verrichteten Arbeit. Ja. Um so eine 51%-Attacke fahren zu können, brauchst du ja 51% der Rechenleistung im Netzwerk und in der Konsequenz eben Hardware, die eben diese Rechenleistung stellt und natürlich Strom, mit der du diese Hardware betreiben kannst. In der Theorie hört sich das ja jetzt gar nicht so unrealistisch an, aber wie wahrscheinlich ist es denn deiner Einschätzung nach, dass sich das überhaupt umsetzen lässt? Weil weder die Hardware gibt's wie Sand am Meer, noch ist Energie gerade aktuell sehr günstig. Ja, es hilft natürlich, dass man sich mal vielleicht kurz die Zahlen hinrechnet. Also ich habe gestern geschaut, da war die Hashrate im Bitcoin-Netzwerk bei ungefähr 240 Exahash pro Sekunde. Ja, sind also wie viele Hash-Versuche das Netzwerk pro Sekunde probieren kann. Und 51% davon wären ungefähr 122 Exahash, die man bräuchte als Angreifer. Ja. Das sind umgerechnet, Exa sind 122 Millionen Terahash, ja. Und Terahash ist jetzt was, das kann man nachgucken. Da gibt's ja die Spezifikationen dieser Mining-Hardware, die man kaufen kann. Und ein Antminer S19, das ist jetzt so, ja, einer der effizientesten, wahrscheinlich preis-leistungsmäßig, wenn es wirklich darum geht, viele Hashes zu erzeugen, der schafft ungefähr 100 Terahash pro Sekunde. Ja, also ich bräuchte aktuell grob 1,2 Millionen Antminer, um einen Angriff gegen das Netzwerk zu fahren per 51% Angriff. Und da kann man jetzt schauen, ein S19 Pro, der diese 100 Terahash pro Sekunde schafft, der kostet ungefähr $4,500. Das heißt, ich hätte Hardwarekosten von ungefähr $5,5 Milliarden aktuell. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich das versuche erst aufzubauen, dann bräuchte ich natürlich doppelt so viel, weil wenn ich davon ausgehe, dass das aktuelle Bitcoin-Netzwerk mit den 240 Exahash gutwillig ist, dann bräuchte ich natürlich mindestens doppelt so viel. Ja, dann bin ich bei 11 Milliarden Dollar Kosten, die ich habe. So, und jetzt kommen noch die Stromkosten dazu. Also die Hardware alleine nützt mir nichts. So ein S19, der braucht 3 Kilowatt, das sind mindestens 3,6 Millionen Kilowatt pro Sekunde, also beziehungsweise 3600 Megawatt. Und die besten Kernkraftwerke der Welt erzeugen so ungefähr 1500 Megawatt. Das heißt, man bräuchte mindestens 2 AKWs, die man für nichts anderes nutzt, außer für das Bitcoin-Netzwerk anzugreifen. Jetzt muss man sich überlegen, wie lange dauert es, ein AKW zu bauen, wie viel Kosten hat das sozusagen, also Artikel aus der Schweiz letztes Jahr, die haben es auf $8 Milliarden pro AKW und hast eine Bauzeit von 15 Jahren. Also es gibt halt keine Kraftwerke dieser Größenordnung, die einfach ungenutzt rumstehen, ja, die man oder die sogar im Verborgenen geben könnte für einen Angriff gegen das Bitcoin-Netzwerk. Das heißt, ein Angreifer müsste sich den Strom am Markt besorgen. Am Strommarkt, ja, um das zu betreiben. Und da können wir jetzt mit dem Durchschnittspreis für Industrie- und Geschäftskunden rechnen, weil der spiegelt halt den Bedarf wider. Das sind im Juli waren das 11,77 Cent pro Kilowattstunde in den USA. Das heißt, ich bin bei Stromkosten von $450,000 pro Stunde. Das sind reichlich $10 Millionen pro Tag, die ich aufwenden müsste, um einfach nur einen Tag lang das Bitcoin-Netzwerk anzugreifen. Ja, und dazu kommt natürlich noch das Personal, um 1,2 Millionen Maschinen zu verkabeln, zu warten, zu betreiben. Ja, also so, und da muss jetzt jeder für sich selber rausfinden, wie realistisch das seinem Weltbild entspricht, dass so ein Angriff von irgendjemanden gefahren werden kann. Ja, also das muss jetzt jeder selber einschätzen, wie hoch er die Wahrscheinlichkeit sieht. Aber man kann natürlich hingehen in die Welt und sagen, gibt's ein anderes Netzwerk, was solche hohen Kosten für einen Angriff gegen den Konsensmechanismus aufrufen würde. Ja, und da steht halt Bitcoin allein da. Also es gibt nichts Besseres sozusagen. Ja, also ja, nein, ist nicht ausgeschlossen, aber ist zumindest erstmal gibt es keine anderen Alternativen, was das angeht.
So, und die Frage ist jetzt, was kann man denn mit 51% Hashpower anstellen? Ja, das Erste, was man machen kann, wenn man jetzt halt nur kurzfristig, also angenommen nur für einen Tag das Netzwerk angreifen würde, wäre Transaktionen zensieren. Das heißt, Bitcoin-Transaktionen, die einem nicht gefallen, die schmeißt man wieder raus, indem man sagt, der letzte Block, wo die gemeint wurden, den überschreibe ich mit meinen 51%. Dass ich halt nicht an dem anknüpfe und an dem letzten Block sozusagen als Grundlage weiterrechne, sondern dass ich den vorletzten nehme und nochmal einen alternativen Block erzeuge, der die Transaktion nicht enthält. Und da würde ich dann mit meinen 51% immer die Kette erzeugen, die meiste Arbeit sozusagen in sich vereint, weil ich ein Tick schneller wäre als der Rest Tick schneller wäre oder mehr Arbeit reinstecken könnte als der Rest des Netzwerks. Ja, das könnte man aber nicht im Geheimen machen. Das würde natürlich sofort auffallen. Und die Bitcoin-Gemeinde, die ein Interesse an der Zensurresistenz und Zensurfreiheit von Bitcoin hat, könnte dann auch darauf reagieren. Ja, also es ist nichts, was so heimlich im Verborgenen stattfinden könnte. Ja. Theoretisch könnte man mit 51% Hashpower auch versuchen, die komplette Geschichte von Bitcoin neu zu schreiben. Also im Extremfall beginnt ab dem Genesis-Block im 3. Januar 2009. Dafür bräuchte man aber aktuell 1600 Tage Zeit, um bis zum heutigen Block zu kommen mit 51%. Und Fortschreiben der originalen Bitcoin-Blockchain, das wäre ja dann schon 4 Jahre weiter. Ja. Also man bräuchte 1600 Tage, um zum aktuellen Punkt zu kommen, und die restlichen 49%, die ehrlich sind, die wären trotzdem 4 Jahre weiter in der Zukunft. Ja. Also man würde nicht mehr 13 Jahre brauchen, um bis zum heutigen Punkt zu kommen, aber 4 Jahre immerhin noch. Ja. Also man hat da ein Zeitproblem. Deswegen hat Bitcoin aus meiner Sicht so eine Firewall oder so einen Schutzwall aus Energie und Zeit. Ja. Also Energie und Hardware alleine nützt mir nicht. Ich brauche trotzdem Zeit. Und ja, also im Prinzip ist es aussichtslos, mit 51% versuchen, das Netzwerk zu löschen oder also die gesamte Geschichte zu löschen. Ja, das ist der einzige Weg, wie man Bitcoin wirklich ausradieren könnte, indem man eine alternative Geschichte vom Block 0 an erzeugt. Da würden gemäß dem Nakamoto-Konsens dann erstmal auf naive Art und Weise die anderen Nodes switchen. Wenn sie plötzlich so eine alternative Kette vorfinden würden mit 700.000, 800.000 Blöcken, die mehr Arbeit in sich vereint, dann würden die Nodes eigentlich switchen. Ist eigentlich unrealistisch, dass es passiert. Es könnte aber sein, dass es sich irgendjemand noch eine Kopie jährlich gemacht hat, einen Snapshot sozusagen, und sagen würde, nee, also irgendwas stimmt nicht, das ist nicht in unserem Interesse. Gibt's diverse Möglichkeiten, wie sich dann, also das ist ein manueller Prozess, wie sich die Bitcoin-Gemeinde dann zusammenfinden könnte und sagen könnte, ja, wir wollen das nicht, wir müssen jetzt hier Maßnahmen einleiten, etwas am Protokoll ändern und ja, also da ist diverses schon diskutiert worden, auch bei den Fork Wars 2018. Müssen wir jetzt hier nicht vielleicht im Detail drüber sprechen. Was könnte man noch mit 51% machen? Ja, man könnte wegforken sozusagen vom Bitcoin-Netzwerk und der Welt zeigen. Es gibt jetzt hier eine alternative, neue Abspaltung, die mehr Hashpower in sich vereint als das originale Bitcoin. Ja, vielleicht ist sie dann zumindest zeitweilig stärker. Würde sicherlich auch irgendwie eine Schädigung, weil man hätte plötzlich wieder zwei Netzwerke. Und die Netzwerktheorie sagt, dass halt zwei halbe Netzwerke nicht so wertvoll sind wie eins, was alle Teilnehmer vereint. Ja? Also würde sich zumindest auf den Preis von Bitcoin, wenn es da wieder einen Fork gäbe, negativ auswirken. Ja. Oder man kann mit 51% Hashrate einfach nach den Regeln des Netzwerks spielen und derzeit mindestens 459 Bitcoin pro Tag verdienen, was je nachdem, welche Stromkosten man hat, entweder einen leichten Gewinn oder momentan, also mit den 11,77 Cent, ich habe es gestern versucht auszurechnen,
wäre man aktuell im Minus sozusagen mit 51%. Ja. Kommt man ungefähr auf 8,9 Millionen Dollar pro Tag, die man einnehmen könnte. Und wie gesagt, Stromkosten von ungefähr 10 Millionen Dollar. Ja, aber das sind im Prinzip die Dinge, die man mit 51% machen kann. Ja. Aber man kann jetzt damit nicht einzelne Nodes irgendwie am Netzwerk, an der Teilnahme am Netzwerk ausschließen. Ja. Das bezieht sich rein auf, wer darf sprechen sozusagen in diesem Netzwerk und wem hören die anderen zu. Das ist das, was die 51% erlauben würden. Ja. Aber ist schwierig sozusagen. Also sehr, sehr teuer und die Möglichkeiten sind dann auch erstmal begrenzt, was man damit anfangen kann. Ja, gerade genau diese Möglichkeiten finde ich ganz interessant, weil wer wäre denn zum Beispiel so eine potenzielle Partei, die, wenn ich wirklich sage, ich möchte dieses Geld jetzt aufnehmen, die Kosten, den Aufwand, was habe ich, welches Ergebnis habe ich denn am Ende? Würde ich dadurch Bitcoin völlig zerstören? Würde ich das Vertrauen zerstören? Oder würde ich mich selbst daran bereichern können, weil ich irgendwie mehr Bitcoin bekomme? Weil ich muss am Ende ja einen Nutzen haben. Und wenn ich zum Beispiel Bitcoin einfach zerstören möchte, dann müsste ich ja jemand einfach sein, der sagt, mir ist es so viel wert, dieses Geld auszugeben, den Aufwand auszugeben, weil ich Bitcoin einfach nicht mag. Da denke ich direkt an den Staat. Also wer wäre denn so ein potenzieller Angriffskandidat dafür überhaupt und warum sollte man das überhaupt machen? Also wo ist dieser ökonomische Anreiz dafür denn? Klar, also bei den Summen ist es kein wirtschaftlich handelndes, kein rationell wirtschaftlich handelnder Unternehmer, der das eingehen würde, weil die Ungewissheit, dass ich scheitere, sozusagen, also ich einen Rieseninvest habe und scheitere, die ist doch sehr hoch. Ja? Also selbst große Unternehmen wie Apple, Amazon, die so viel Kapital binden, dass sie das vielleicht finanzieren könnten, würden vermutlich einen Großteil des Kapitals verbrennen dabei und könnten wenig Nutzen draus ziehen. Das heißt, wenn dann müssten es Akteure sein, die, ich sag mal, in der Marktwirtschaft betrügen und unbegrenzte Finanzierungsquellen haben. Zum Beispiel über einen Gelddrucker, dass sie sagen können, mir ist das Kapital, was ich dafür einsetze, egal. Das geht unter in den ganzen anderen Aktivitäten, die ich sowieso schon mache. Ja, also das bleibt dann bei Staaten, diese Form jetzt da des Angriffs. Und aber auch dort ist das Problem. Also die meisten Staaten sind hoch verschuldet. Es hätte weiterhin negative Auswirkungen auf ihre Staatsbewertung an den Märkten und auf das Geldsystem, was sie dafür benutzen, um solche Angriffe zu finanzieren. Und dann ist halt die Frage, diese Energie, um das Netzwerk anzugreifen, die fehlt dann an einer anderen Stelle. Also die wirkt sich negativ auf die Wirtschaftlichkeit aus, wenn es halt nicht zu einem gewollten Zweck ist. Weil es geht ja nur darum, was zu vernichten. Und also ja, wenn dann noch Staaten, aber selbst dort, welcher Staat hat einfach mal 2 AKWs übrig, so ein verhältnismäßig kleines Netzwerk mit 300, 400 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung anzugreifen, weil man kann es nicht im Verborgenen machen, man müsste sich gegenüber der Öffentlichkeit rechtfertigen, warum man das tut und keiner verdient daran sozusagen. Ja. Also es ist aus meiner Sicht schwierig, ja. Dass jetzt da noch einen guten Case zu finden, dass das eine hohe Wahrscheinlichkeit ist, dass es da irgendwo Staaten gibt, die diesen Plan verfolgen. Ja. Du hast ja die Möglichkeiten angesprochen, also die ein potenzieller Angreifer hat, wenn er diese 51%-Attacke fährt. Du hast ja gesagt, man kann Transaktionen zensieren. Man kann ja theoretisch auch das Netzwerk lahmlegen, indem er einfach, ich sag mal, im Verborgenen meint und dann Blöcke ranhängt, die dann wieder, also die leer sind ohne Transaktionen, die ja keine Transaktionen haben. Ja. Das ist ja quasi quasi der Extremfall der Zensur. Ja. Ich zensiere alle Transaktionen, also nicht nur bestimmte, sondern alle, und dann habe ich leere Blöcke. Dann kannst du ja noch
wenn man es noch ein bisschen weiter springt, eben so ein Double Spend dadurch ermöglichen, wenn du eine Transaktion ausgibst öffentlich und dann eben diese neuen Blöcke ins Netzwerk wirfst und da ist die Transaktion nicht drin. Genau, da wird es aber mit 51% schwierig, weil das eigentliche Netzwerk dann sechs Blöcke oder je nachdem, wie lange die Teilnehmer warten, bis sie ihre Transaktion als final betrachten. Die anderen 49%, wenn die schon sechs Blöcke vorneweg wären, dann mit 51% das nochmal aufzuholen. Ich bräuchte dann eher 85% wahrscheinlich, um das realistisch zu machen. Ja. Mit 51% bin ich da so langsam hinterher, dass es echt lange dauert, bis ich die 49% eingeholt. Wenn ich da noch was anschließen dürfte, weil die Frage, die wir halt häufig bekommen oder die Sorge, die mitschwingt, ist ja, kann mir jemand meine Bitcoin stehlen? Aber bei diesen Anwendungsmöglichkeiten, die wir jetzt gerade aufgezeigt haben, ist es ja wirklich nur eine Zensur oder eben eine doppelte Ausgabe, also jeweils in Anführungszeichen, wenn es durchgehen würde, wäre es natürlich furchtbar. Aber mir kann jetzt niemand meine Coins damit wegnehmen. Nee. Also meine Private Keys, ja. Genau, die Coins nicht. Eventuell kann er den Wert deiner Coins schädigen, sozusagen am Markt. Ja. Vielleicht nur zeitweilig, vielleicht dauerhaft, je nachdem, wie lange man so einen Angriff aufrechterhalten könnte. Die einzige Möglichkeit, wie man noch einen Profit daraus ziehen könnte, wäre vielleicht, indem man Bitcoin an den Märkten shortet und dann sozusagen von dem Wertverlust, den man verursacht hat, profitiert. Ja. Das sind halt, so ist die Realität, ja, dass das geht. Aber ja, ich sage immer, was sind die Alternativen? Also man kann sich in der Welt umschauen, ob man zentralere Netzwerke besser findet und die haben auch ihre Probleme und Versagen über die Zeit und was ist bei den dezentralen Alternativen gibt und welche Sicherheitsgarantien diese liefern. Ja. Und wie gesagt, bei einem reinen Proof-of-Stake-Netzwerk zum Beispiel fällt diese Sybil-Resistance, also diese Widerstandsfähigkeit gegen Sybil-Angriffe, dann wieder auf 33% zurück. Das heißt, wenn man nicht Proof-of-Work verwendet, sondern denkt, dass man mithilfe der Mathematik oder einer ausgeklügelten Kryptographie ähnliche Sicherheitsgarantien erreichen kann, dann, wenn man genau hinschaut, sieht man, dass es dort dann sehr schwach wird, oder deutlich schwächer wird als bei Bitcoin, die Garantien, die man bekommt. Und ja. Ja, gerade weil ja Proof of Stake in den Medien gerade ja sehr groß dabei ist, weil Ethereum ja gewechselt hat darauf und das also als, wir sind die Nachhaltigen jetzt, wir sind jetzt besser dran, weil wir weniger Energie verbrauchen. Aber da kommt mir der Punkt ja auch rein, so wie du es jetzt erklärt hast, ist es ja wichtig, dass eben diese Hashrate sehr hoch ist, weil umso niedriger die Hashrate ist, umso weniger Hashrate bräuchte ja zum Beispiel ein Staat, um diese 51% Attacken zu erschaffen, also weniger AKWs und weniger Hardware, weil ja trotzdem häufig auch die Aussage kommt, naja, ein Miner gewinnt immer nur dieses Wettrennen um den einen Block und die anderen Miner, die mitgemacht haben, haben mir die Energie verschwendet. Aber mit deiner Aussage her ist ja ihre Energie, die sie aufgebracht haben, genauso wichtig, weil sie eben das Netzwerk dadurch schützen. Also das wäre jetzt so mein Gedanke dazu. Genau, also das ist halt dieses Alleinstellungsmerkmal von Proof of Work, dass halt jeder nächste Hash-Versuch im Prinzip der Gewinner oder zu dem Gewinnerblock führen kann, selbst wenn ich das im Kopf mache mit Bleistift und Papier. Auch da, ich werde es wahrscheinlich nicht in 10 Minuten schaffen, überhaupt einen Hash fertig zu schreiben, aber theoretisch wäre das möglich. Ja, es ist im Prinzip nicht der mit der meisten Hashrate gewinnt, sondern im Prinzip tragen alle dazu bei, dass die Blöcke in dem Abstand von ungefähr 10 Minuten kommen. Und je mehr mitmachen, desto höher ist die Energiebarriere, die man halt überwinden muss, um dort mit einem Versuch den Konsensmechanismus zu übernehmen, als alleiniger Akteur. Ja, also von dem her trägt jeder dazu bei und es ist keine Verschwendung der Energie. Es wird halt dann nur per Zufall ausgelost, wer die Belohnung dafür bekommt. Und dort ist es halt ein effizienter Markt, ja, dass diejenigen, die komplett ineffizient sind, zu diesem Netzwerk beizutragen, die packen dann irgendwann ein und bauen ab und hören auf mit vielleicht Kohlestrom, der nicht subventioniert ist, zu diesem Netzwerk beizutragen. Und stattdessen
geht man dann an Stellen auf der Welt, wo die Energie brach liegt, ungenutzt. Und wie am Beispiel von dem Flares, dieser Öl- und Gasvorkommen, wo die oberste Schicht, weil es das leichteste Gas ist, häufig Methangas bildet, was nicht anderweitig sinnvoll genutzt werden kann und einfach verbrannt wird. Man muss es ja irgendwie wegbekommen. Und oder eigentlich unverbrannt in die Atmosphäre gepustet wird. Und wenn man das umwandelt und zumindest verbrennt, also dort eine thermodynamische Reaktion oder chemische Reaktion hat, dann ist das ungenutzte Energie, die dabei frei wird, und als Abfallprodukt entsteht ein Treibhausgas, was nicht so schädlich ist wie Methan. Ja. Das ist dann Kohlendioxid, Kohlenmonoxid, was da rauskommt. Also im Prinzip ist das ein hoher Anreiz, ungenutzt oder wasted energy nutzbar zu machen. Ja. Also es gibt auch schöne Grafiken, wenn man sich anschaut, wie viel Energie der Mensch aktuell zur Verfügung hat oder der Planet und wie viel davon effektiv tatsächlich genutzt wird. Das sind über 30%, die einfach beim Transport von Strom und durch ineffiziente Prozesse verloren gehen. Und Bitcoin ist da so ein Nadelstrich in dieser Gesamtmenge und zielt eher auf die 30%, die sowieso verschwendete Energie sind, die noch für irgendwas Sinnvolles nutzbar zu machen. Zum Beispiel für ein zensorresistentes Transaktionsnetzwerk für 8 Milliarden Menschen. Von dem her, um jetzt zu den Minern zurückzukommen, ist das aus meiner Sicht keine Verschwendung. Es kann temporär immer mal Ineffizienzen geben, dass halt an der falschen Stelle Mining gemacht wird, aber der Markt bereinigt das einfach durch den echten Preismechanismus, den es da gibt. Wir haben ja darüber gesprochen, wie wahrscheinlich es ist, dass irgendein Spieler auf dem Markt genug Kapital zur Verfügung hat, um entweder Energie oder Mining-Hardware oder beides aufzubauen. Was ja aber theoretisch auch noch möglich wäre, wäre, dass ja ein Staat ein bestehendes Mining-Unternehmen, sage ich mal, dazu zwingt, gewisse Handlungen vorzunehmen. Und wenn man nicht nur eins nimmt, sondern mehrere, wäre ja auch da in der Theorie möglich, einfach die bestehende Infrastruktur zu übernehmen. Würde ja aber voraussetzen, dass man genau wüsste, wer wann wo was wie meint. Und es ist dann letztlich auch wieder nur eine Wahrscheinlichkeitsfrage, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass jetzt beispielsweise ein Staat die entsprechende Miner ausfindig machen kann. Ja, es gab da ja, wenn man einen Staat als Endgegner da hinstellen würde, der das machen könnte, kann man ja nach China schauen. Die haben die wirtschaftliche und auch Energieressourcen oder Energiereserven, um das zu machen. Und es gab ja mal Zeiten, wo 80 oder bis zu 80% des Minings in China waren. Und auch dort, wir wissen nicht, ob es versucht wurde, aber auch dort ist es nicht erfolgt. Weil, wie gesagt, auf der einen Seite, die Miner sind ja wirtschaftliche Akteure, die für sich selbst arbeiten, auch in China sozusagen. Ja, die sind ja zu einer Zeit in das Netzwerk eingestiegen, wo noch niemand dran geglaubt hat. Ja. Und die haben dann teilweise Verträge oder Deals mit den lokalen Kraftwerken gemacht, um an den Strom ranzukommen, ohne dass der irgendwo reported wurde oder auftauchte. Also im Prinzip ist teilweise ein Interesse der Miner, direkt mit dem Stromanbieter eine eigene Leitung sozusagen zu vereinbaren. Und indem man ein bisschen was vom Profit abgibt, dann schafft halt das Kraftwerk gerade nicht so viel, wie es in der Theorie könnte. Also die Minen waren dann teilweise unterirdisch, wo man auch mit Infrarotscannern jetzt gar nicht so große Wärmequellen per Satellit ausmachen könnte. Also das ist das Schöne an der Dezentralität von Bitcoin, dass die Akteure eigentlich im eigenen ökonomischen Interesse, und da müsste man jetzt dann sich da ein bisschen damit beschäftigen, was sind denn Handlungen, ökonomische Handlungen von Menschen? Und da liefert die österreichische Schule bzw. die Praxeologie doch eine ganz gute widerspruchsfreie Philosophie, was denn wirtschaftliche Akteure antreibt. Und da wird's, sage ich mal, für den Staat schwierig, die
unter seine Kontrolle zu bekommen. Ja, dass die jetzt sind ja immer einzelne Akteure, aus denen so ein Staat besteht, und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass dann doch einer ausschert oder sagt, ja, gehe ich halt in ein anderes Land, dort kann ich es weiterhin in meine eigene Tasche machen. Und ja, also wir hatten die Vergangenheit als Evidenz sozusagen, dass in China, wo es halt so viel Konzentration von Mining Power gab, dass auch dort trotzdem es dem Staat nicht möglich war, das Netzwerk zu übernehmen und alle auf Linie zu bringen, sondern es waren halt Rebellen teilweise, die da sich versteckt haben und Bitcoin als Mittel für ihre Zwecke, Ausweg aus dem Regime für sich zu nutzen. Ja, bei dem Punkt China, was du es gerade angesprochen hast, da kommt ja auch häufiger die Kritik, auch in den Medien, aber auch von Menschen, die im Bitcoin ein bisschen kritischer betrachten, dieses Wort Zentralisierung des Minings. Und man häufig kommt nämlich der Punkt dann, ja, man sieht, also vielleicht haben die meisten schon diesen Chart gesehen, der Mining Pools, weil es gibt ja auch die Pools, bei denen die Miner sich zusammenfügen. Und dann hast du plötzlich halt die großen, ich glaube, Endpool gibt es, also die anderen kenne ich jetzt leider nicht mehr, aber die waren dann irgendwann, der eine hatte 30%, der andere 20%, der andere 18%. Und dann wird relativ schnell darauf hingewiesen, naja, wenn die zwei sich und der dritte noch zusammenfügen, dann haben die über 50% der Hashrate. Dann könnten die relativ schnell eine 51%-Attacke fahren. Und die haben dann wiederum die Macht über das Mining. Ist das so oder ist das falsch? Das ist falsch, weil Pool ist im Prinzip nur eine virtuelle Instanz. Das ist im Prinzip, solange ein Pool nach den Regeln des Netzwerks spielt und die Miner möglichst hoch belohnt, also möglichst viel von den Fees oder von den Bitcoins, die der Pool in seiner Gesamtheit schürft, auszahlt, bleiben die Miner natürlich bei diesem Pool, aber das Pool darf man sich nicht so vorstellen, dass die alle an einem Ort sitzen, und sondern die sind halt auch nur über Internetverbindungen verbunden. Wenn ich mir einen Miner in China bestelle oder in Taiwan, dann kann ich den trotzdem hier von mir aus mit Antpool verbinden, wenn ich denke, das nützt mir. Aber wenn ich dann merke, dass da zensiert wird und dadurch die Gebühren sinken, weil es gibt natürlich dann einen Anreiz für andere Pools nicht zu zensieren und die verlangen dann halt ein bisschen mehr Gebühren für die Transaktionen, die nicht zensiert werden, dann könnte ich, indem ich mich dem anderen Pool anschließe, mehr verdienen. Ja, also die Miner sind trotzdem individuelle Akteure, die nur zeitweilig sich für einen bestimmten Pool entschieden haben und dort sozusagen ihre täglichen oder wöchentlichen, monatlichen Revenues kalkulierbarer zu machen. Wenn ich das Mining nur für mich alleine betreibe, dann weiß ich mit einem so einem S19, ja, vielleicht finde ich einen Block, wenn ich Glück habe, in der Laufzeit, in der Lebenszeit dieses Miners, ja, in den nächsten 2 Jahren. Ja. Vielleicht finde ich aber auch keinen. Also es ist schon ein hohes Risiko. Und wenn ich mich in einem Pool anschließe, dann bekomme ich da, wenn der Pool entsprechend groß ist, täglich, monatlich meine konstanten Auszahlungen, weil es dann wirklich die Gleichverteilung in der Mathematik ist, die mir das garantiert. Aber ich bin trotzdem frei, jederzeit meinen Pool zu wechseln. Und wenn ich feststelle, der Pool zensiert, das mag ich nicht, dafür bin ich nicht bei Bitcoin, dann gehe ich halt zu einem anderen Pool. Das heißt, die sind sehr wenig Substanz haben die Pools, ja. Die benötigen halt wirklich den permanenten Zuspruch der Miner. Und es gibt jetzt auch seit einer Weile schon ein neueres Pool, also Protokoll, wie die Teilnehmer in so einem Pool untereinander kommunizieren. Das ist das sogenannte Stratum-Protokoll. Und in der neuen Version 2, können sogar die individuellen Miner, die sich dem Pool anschließen, mitbestimmen, welche Transaktionen in den nächsten Block rein fließen sollen. Und da sind im Prinzip Pools möglich, die nicht mehr zensieren können, wenn die Mehrheit der Teilnehmer, die ja sehr dezentral sind, das nicht wollen und selber die Selektion vornehmen, welche Transaktionen in den nächsten Block rein sollen. Ja. Also ist es letztlich ein Missverständnis, wie diese Pools agieren, weil die Power, die letztlich das Netzwerk speist, steht nicht dem Pool zu, sondern dem einzelnen Miner. Letztlich wirklich der Einzelne, der auch nur hobbymäßig meint und sich eben diesem Pool anschließt. Aber der Pool selbst kann darüber nicht frei verfügen. Und selbst wenn, könnten die Miner sagen,
dann gehen wir halt zu einem anderen Pool, wo die Regeln eher so eingehalten werden, wo Bitcoin wirklich frei und unzensierbar ist. Und damit wäre letztlich auch wieder der Anreiz gar nicht gegeben, für die Pools so zu agieren, weil dann würde ja der Wert Bitcoins wieder sinken. Und selbst wenn das der Fall sein sollte, hätte ja niemand was davon, weil dann hätten die eben Bitcoin ohne Preis, also mit einem sehr niedrigen Preis. Genau, das hatte man im Prinzip in der Vergangenheit auch gesehen, dass da sogar diese Überlegung wahrscheinlich bei einzelnen größeren Pool-Teilnehmern war, dass die gesehen hatten, oh, wir haben hier ein Ungleichgewicht in der Verteilung der Pools. Irgendwie schaut der Rest der Welt offenbar da drauf und eigentlich ist mir egal, ob ich jetzt bei dem Pool mitmache oder bei dem. Wenn ich ein bisschen für dieses subjektive Empfinden der Welt, dass die Pools zu sehr zentralisiert sind oder dass da ein Pool zu groß wird, dann haben die gewechselt. Aber wie gesagt, die Pools haben keine Macht wirklich über die Miner. Deswegen ist es relativ egal, wie da die Verteilung momentan ist, weil man kann sowieso nicht sehen, wie viel Prozent der Miner in einem Pool jetzt zu einem Akteur gehören. Ja? Also auch das ist leider nichts, worauf wir uns verlassen können, dass wir da jetzt sehen, es gibt Ant-Pool und F2-Pool irgendwie und die sind gleich verteilt, dass wir da eine schöne Homogenität oder Ausgleich der Macht haben. Am Ende werden die vielleicht trotzdem vom gleichen Betreiber gefüttert, nur dass es so aussieht, als ob es da mehrere Pools gäbe. Ja, also das kann man nicht überprüfen. Das Einzige, was überprüfbar ist, ist die Hash-Power, die ins Netzwerk fließt und dann die Überlegung, wie viel bräuchte es für einen einzelnen Akteur, um dort den Konsens zu übernehmen und was kann er dann damit machen. Das ist im Prinzip das, auf das man sich wirklich verlassen kann. Und ja, die Pools, wie gesagt, die unterscheiden sich eher vielleicht in der Philosophie, in der Ethik und wie gesagt in der Effizienz, wie sie arbeiten, wie hoch die Auszahlungsprofite für den Einzelnen sind. Ja. Vielleicht auch in der Entfernung, der eigenen Entfernung zu dem Pool, dass man, es gibt ja schon gewisse Vorteile, wenn man möglichst schnell vom nächsten Block erfährt, statt noch an einem alten Block, der schon, wo schon neuer gefunden wurde, weiterzurechnen. Da geht es um Sekunden teilweise. Und könnte sein, dass durch Experimente dann ein Miner sagt, ja, die Server vom Ant-Pool, die sind mir zu weit weg, da habe ich eine zu hohe Latenz, ich gehe lieber zum Slush-Pool, weil dort ich eine schnellere Anbindung habe und dann weniger Hashes verschwende, in bei einem Block mitzurechnen, für den schon ein Ersatz oder ein Nachfolger gefunden wurde. Aber das da habe ich Vertrauen, dass das der Markt regelt. Also dass die Teilnehmer immer diese Gewinnmaximierung Interesse haben und davon leben, dass Bitcoin einen Wert hat. Ansonsten können sie auch was anderes mit ihrer Zeit und Energie machen. Ja. Also die Miner, die werden oft so ein bisschen verteufelt, aber eigentlich sind das die ersten Investoren ins Bitcoin-Netzwerk und die leben wirklich davon. Die haben ein ganz hohes Interesse, dass das Netzwerk stabil funktioniert und sicher ist. Weil ansonsten, klar kann man das mal kurzzeitig vielleicht shorten und dann den Profit, aber danach, was mache ich danach? Also ich habe ein Geschäft aufgebaut, was dann für nichts mehr zu verwenden ist. Also es ist ein kurzfristiger Profit und ich weiß nicht, ob ihr da schon drüber gesprochen habt, Bitcoin verändert ja auch die Akteure mehr zu einem langfristigen Denken. Deswegen denke ich, dass die meisten Miner wirklich ein Generationen-Business im Hinterkopf haben, was sie aufbauen wollen. Ja, so wie ich es verstanden habe, sind die Hardware, also die ASICs, sind ja auch für nichts anderes gut. Also wenn ich Bitcoin theoretisch kaputt mache, kann ich mit dem was anderes anstellen oder habe ich dann einfach nur Schrott in meiner Halle stehen? Eigentlich ja, weil in dieser Menge gibt es eigentlich keinen anderen Anwendungsfall, Hashes zu produzieren. Also ja, ich könnte damit in anderen Anwendungen, wo diese SHA-256 Hashes verwendet werden, Hashes erzeugen, aber das kann ein ganz normaler Computerchip, der in meinem Laptop verbaut ist, der kann das auch, der kann halt nur nicht 100 Terahash pro Sekunde, aber wenn es darum geht, irgendwie einen Datensatz zu hashen, also im Prinzip sollte Bitcoin wegwechseln von SHA-256, dann sind die ASICs erstmal
Abfall oder nichts mehr wert. Und dann hatte ich ein großes Invest, was noch vielleicht noch nicht abgeschrieben ist und was mir nicht mehr viel nützt. Ja. Das ist immer so ein bisschen die letzte Reißleine, mit denen auch bei den Forkbars gedroht wurde. 2017 war das, als man versucht hatte, oder es da verschiedene Ideen gab, wie Bitcoin weiterentwickelt wird mit diesem Segwit 2x, also einfach mal die Blockgröße zu verdoppeln, damit mehr Transaktionen pro Sekunde abgewickelt werden können. Da war eine Überlegung, sollte halt diese Variante, die eigentlich naiv ist und nicht der beste Weg, um jetzt zu skalieren, Fuß fassen, besteht natürlich dann die Gefahr, dass, weil zu dem Zeitpunkt auch viele Mining-Pools signalisiert hatten, dass sie es unterstützen, oder zumindest auch viele aus der Bitcoin-Industrie, war die Überlegung auf Seiten derjenigen, die sagen, nee, wir lassen die Blockgröße bei der Größe, wie wir es jetzt haben, das ist besser für die Dezentralisierung des Netzwerks. Dann müssten wir vermutlich auch von SHA 256 weggehen, weil wir sonst angreifbar wären durch den Fork. Ja. Und das war so die letzte Maßnahme, die da im Raum stand. Das ist natürlich eine relativ einfache Änderung im Code, dass all diejenigen, die sagen, wir fokussieren uns auf die Dezentralisierung des Netzwerks, dann ändern wir sozusagen den Hashing-Algorithmus. Dann hätte das natürlich für die Mining-Unternehmen auch böse ausgehen können, weil es gibt dann Original-Bitcoin, was sozusagen die Regeln nicht geändert hat, nur den Hashing-Algorithmus, also den Konsenssicherungsmechanismus. Und hätte, wenn dann herausgekommen wäre, dass die Mehrheit der Teilnehmer am Markt aber das bevorzugen, dass da ein Ding ist im Cyberspace, was halt nicht veränderbar ist, dann und mehr Wert hat, dann hätten viele Mining-Unternehmen gefürchtet, dass sie die Kosten für den Aufbau ihrer Hardware-Ressourcen hätten wegwerfen können, sozusagen. Weil sie zwar die Mehrheit haben, aber dann an einem Produkt mitarbeiten, was die Welt nicht will. Und dann ist den ganzen Invest, den ich in die Hardware gemacht habe, umsonst. Weil Bitcoin wäre dann weg auf einem anderen Hashing-Algorithmus. Und klar, würden dann die Probleme wieder neu beginnen, machen sie erstmal mit ganz normalen Laptops, dann vielleicht mit Grafikkarten. Und dann entwickeln wir irgendwann spezielle ASIC-Chips mit diesem neuen Hashing-Algorithmus. Also das wäre jetzt keine dauerhafte Lösung gewesen, aber für den Moment war das so ein bisschen wie Atomwaffen, Drohungen im Hintergrund. Also wenn ihr das macht, dann wechseln wir den Hashing-Algorithmus. Und das hat dann schlussendlich dazu geführt, dass dann viele Miner gesagt haben, nee, das Risiko ist es uns nicht wert, dass wir dann auf der falschen Seite stehen und die Hardwarekosten hatten, die wir nicht abgeschrieben haben. Angenommen, dieser Angriff würde entgegen aller Wahrscheinlichkeit doch passieren, wäre das letztlich das restliche Netzwerk dann hilflos ausgeliefert? Oder könnte man das ganz genau nachverfolgen, weil die Blockchain öffentlich einsehbar ist, wo manipuliert wurde, in welcher Form auch immer, sodass man dann ein Update einspielen könnte und die Nodes eben dann gebündelt sagen würden, eure manipulierten Blöcke wollen wir nicht, die nehmen wir nicht an, die sind nicht gültig, dass man da dann wegforken würde? Genau, aber das ist dann ein manueller Prozess. Also was Bitcoin so effizient macht, ist, dass es bei Streitigkeiten eine automatische Konfliktlösung hat momentan. Wenn man jetzt aber feststellen würde, dass diese automatische Konfliktlösung nicht mehr meinen Interessen entspricht, dann könnten sich, und das ist aber teuer und aufwendig und erstmal ein manueller Prozess, natürlich diejenigen, die sagen, ich will das nicht, dann könnten sie sich sozusagen aus dem Netzwerk ausklinken und sagen, wir formen ein neues Netzwerk basierend auf einem Punkt in der Vergangenheit, von dem wir glauben, dort war das Netzwerk oder der Zustand der Geschichte noch so, wie es mir gefällt, sozusagen. Und da müsste man aber erstmal schauen, findet sich da ein entsprechend großes Netzwerk, und also ist ein manueller Prozess, da gibt es tausende Vorschläge und Überlegungen, wie man das lösen könnte. Da kann man jetzt nicht sagen, aber hilflos auf keinen Fall sozusagen. Ja, man hat ja eine 13 Jahre lange Geschichte, eine Blockchain, die für viele funktioniert hat. Und dann kann man sagen, okay, ab dem Punkt ist irgendwas passiert, was mir nicht gefällt, dann ignoriere ich das halt und überlege mir was, wie ich mit anderen, die das ähnlich sehen, an dem Punkt der Geschichte weitermache, wo für uns die Welt noch in Ordnung war.
und wir aber nicht wieder bei Null anfangen müssen mit der Verteilung, wer welche ökonomische Kaufkraft oder Coins sozusagen hat, sondern sagen können, bis dahin war die Verteilung okay, wir sind jetzt bei 90%, glaube ich, ungefähr aller Bitcoin, die jemals im Umlauf sind, und das ist für uns eine Grundlage, darauf weiterzumachen. Also hilflos ausgeliefert nicht, ja, aber es würde auf jeden Fall erstmal zu einer Störung und zu einer Art, ja, Findungsphase kommen, wo man erstmal die verschiedenen Vorschläge, die möglich sind, schauen muss, welcher davon ist am besten geeignet, welcher setzt sich durch, ja, also wäre sicherlich ein Ereignis, was es so bisher noch nicht gab, weil bisher waren die Störungen innerhalb, die zwei, drei, die es gab, innerhalb von einem Tag oder wenigen Stunden gelöst, sozusagen. Ja, also Bitcoin hat eine extrem hohe Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit, und das wäre dann so ein Ereignis, wo wir bisher immer lachen, wenn irgendeine Blockchain angehalten wird. Also Bitcoin wäre dann nicht angehalten, aber man müsste dann schauen, was ist die Zukunft, der ich mich zuwenden will. Ja, und das erlaubt halt keine automatisierte Konfliktlösung in dem Fall. Wobei, dann, da sprechen wir von einem dezentralen Prozess. Es geht ja nicht so, dass sich einer nachher hinsetzt und sagt, wir machen das jetzt so, sondern da kommt wiederum das Thema, wenn ich meine eigene Node betreibe, ich mache dann bei den Spielregeln mit, die ich möchte. Wenn ich aber keine andere habe, vertraue ich eben den Wallet-Anbieter, was wir auch im Podcast schon häufig angesprochen haben. Das ist ja, da kommt dann das ganze Thema ins Spiel wahrscheinlich. Absolut, absolut, ja. Und ja, das ist dann wahrscheinlich auch ein Lernprozess. Also, aber aus meiner Sicht ist die Wahrscheinlichkeit für so einen Angriff gering. Ja, deswegen muss man schauen, ob man sich viel Energie auf geringe Wahrscheinlichkeiten investiert oder lieber überlegt, wie kann man das bestehende Netzwerk noch besser machen. Also ein Vorschlag, den es jetzt vor zwei Wochen oder letzte Woche gab, ist zum Beispiel das Kommunikationsprotokoll zwischen den Nodes zu verbessern, weil bisher kann ja im Prinzip der Internetanbieter oder jemand, der Zugriff auf den Datenverkehr im Internet einen großen Stil hat, ziemlich einfach rausfinden, an welchen IP-Adressen Bitcoin-Nodes laufen, es sei denn, man verwendet das Tor-Netzwerk als Node-Betreiber. Und der neue Vorschlag zielt darauf, den Bitcoin-Peer-to-Peer-Verkehr, also wie die Nodes untereinander Nachrichten austauschen, ununterscheidbar von anderen Anwendungen im Internet zu machen, so dass Bitcoin da gar nicht mehr so als der Sonderling heraus identifiziert werden kann. Das sind Entwicklungen, die dabei helfen, sozusagen der Dezentralität des Netzwerks vorzubeugen und die zu fordern. Deswegen denke ich, sind doch die meisten positiv, dass ein 50% Angriff ja so ein fiktives Monster ist, was da im Raum steht, aber Bitcoin einfach die richtigen Incentives hat und den richtigen Konsensmechanismus, dass das wirklich so ein fiktives Monster bleibt und man doch einen Großteil seiner Zeit darauf verwenden kann, wie kann man es besser machen oder nützlicher und effizienter für alle Teilnehmer. Es ist wahrscheinlich auch eine Frage der Wahrscheinlichkeit. Können Hersteller letztlich die Hardware manipulieren, die sie rausbringen, und zwar so, dass es niemand nachvollziehen kann. Also egal, ob das jetzt Mining-Hersteller sind oder Anbieter, die eben so eine Node-Software an den Markt bringen, wäre es da möglich, wenn jetzt jemand langfristig, also sehr langfristig denkt und jetzt einfach entsprechende Hardware verkauft, die manipuliert ist, wo er weiß, okay, an Tag X kann ich meinen Schalter umlegen und dann laufen die nicht mehr so, wie sie eigentlich laufen sollten. Wäre das noch eine Möglichkeit, um diese 51% der Rechenleistung zu generieren? Schwierig, weil die Miner wüssten ja, also A, gibt es für die Miner teilweise ein offenes Betriebssystem, man muss nicht beim Antminer, bei anderen, man muss nicht die vorgefertigte Version vom Hersteller nehmen, sondern kann die überschreiben. Das heißt, wenn ich eine Hardware hatte, die schon mal funktioniert hat, ist es im Prinzip nur eine Frage, wie kann ich diesen ursprünglichen Zustand wiederherstellen und einfach nur die Verbindung kappen, dass dieses Signal, dass dieser Switch jetzt umgelegt wurde, dass das rückgängig gemacht wird, und habe dann trotzdem noch eine Hardware, die das macht, was ich will. Ja, also
Ja, wäre denkbar, aber A, haben wir schon einen einigermaßen dezentralisierten Wettbewerb jetzt. Also wir haben ja nicht nur einen Hersteller. Es gibt zwar wenige, die dann schlussendlich die Chips herstellen, aber es sind ja nicht die Designunternehmen, sondern die sind ja nur Auftragsfertiger. Da wird ja wirklich geprüft, ist der Chip so gebaut worden, wie ich ihn spezifiziert habe. Ansonsten bestelle ich da nicht größere Mengen bei dieser Chipfabrik in Taiwan, TSMC zum Beispiel. Und was jetzt Chip-Designer angeht, da gibt es viele oder mehrere. Jetzt Intel ist auch dabei einzusteigen. Das heißt, wir haben dort einen Wettbewerb um, wie auch bei anderen Produkten am Markt, um die größte Effizienz und auch das Vertrauen beim Nutzer. Also könnte passieren, aber dann wird es vielleicht nur einen kleinen Teil des Netzwerks treffen, wo die Miner plötzlich nicht mehr das tun, was sie sollen. Und ich müsste ja wirklich 51% erreichen in der Verteilung. Und das gibt es nirgendwo, dass es da einen Hersteller gibt, der 51% der Mining-Chips hat. Und wie gesagt, es ist eher noch am Dezentralisieren. Das ist, jetzt steigen Intel ein, vielleicht ziehen dann auch AMD, Nvidia und andere nach, weil es ein profitabler Markt ist, solche Chips zu entwickeln und dort für bestimmte Anwendungen, die einen vielleicht eher auf Energieeffizienz getrimmt, die anderen auf möglichst hohe Leistung, Output, wo Energie vielleicht in großen Mengen vorhanden ist. Also das ist ein flexibler Markt, der sich reguliert. Für 51% sehe ich auch da die Wahrscheinlichkeit gering, dass sowas auftritt. Ja. Ja, wir sind jetzt bei einer Stunde schon angekommen, deshalb möchte ich langsam ein bisschen in Richtung Zukunft schon gehen. Wir haben nicht schon angesprochen, ja, die Hashrate, die ist ja aktuell relativ, ich glaube, aktuell ist sie wieder auf dem Höchststand, glaube die Tage, ja. Richtig im Kopf, genau. Ja. Das heißt, sie steigt ja tendenziell weiter an. Und wenn wir davon jetzt mal das Szenario ausgehen, dass Bitcoin auch weiter im Wert ansteigt, wird die Hashrate wahrscheinlich auch in etwas nachziehen. Tendenziell steigt sie weiter an. Das bedeutet aber auch im Umkehrschluss, es wird auch immer schwieriger, so eine Attacke zu fahren. Und tendenziell wird dadurch ja auch Bitcoin auf der einen Seite auch sicherer wahrscheinlich. Aber umso mehr Wert drin steckt, wie du gerade eben gesagt hast, gerade sind wir, glaube ich, bei 400, 500 Milliarden, wird es natürlich auch ein großes Angriffsziel. Aber das sind ja beide Sachen, die gegeneinander arbeiten. Dann einerseits wird es wertvoller, dadurch wird es ein großes Angriffsziel. Es wird dadurch aber auch sicherer. Das heißt, deine These der Wahrscheinlichkeit wird ja in Zukunft wahrscheinlich sogar noch abnehmen. Bei so einer Attacke wahrscheinlich. Ja, das hält sich vermutlich im Gleichgewicht. Also bloß weil jetzt die Hashrate steigt, heißt es ja nicht, dass die technische Entwicklung fortschreitet, dass ich mit einem neuen Chip mit deutlich weniger Energie mehr Hashes erzeugen kann. Also es basiert im Prinzip immer darauf, dass wenn ein neuer Chip entwickelt wird, das Beste, was ich damit anfangen kann, ist möglichst viele Bitcoin damit zu meinen, statt einen neuen, effizienteren Chip zu entwickeln, den ich benutze, um das Netzwerk anzugreifen, weil da halt noch so ein großer Teil des Netzwerks das Interesse hat, Bitcoin zu meinen, dass ich gar nicht mit einem neuen Chip schnell genug in großen Stückzahlen das bestehende Netzwerk angreifen kann. Und von dem her ist es, die Hashrate, ob die jetzt steigt oder fällt, ist immer momentan auf Aufnahme, was können wir aktuell technisch leisten. Ja, das ist jetzt schwer zu sagen, es ist sicherer, weil wir bei 240 statt 200 Exahash sind. Es kann ja sein, dass ein Großteil der Miner abgeschaltet wurde, die überhaupt nicht mehr effizient, profitabel sind, und dann sind es trotzdem weniger Akteure im Netzwerk. Also ich kann aus der Hashrate allein kann ich nicht ablesen, wie dezentral das Mining aufgestellt ist. Ja, ich muss immer sozusagen den Bezug zur Realität, was sind die Kosten für welchen Chip und wie viele davon sind da draußen im Einsatz. Das ist leider nicht so einfach zu sehen, aber auf der anderen Seite, man muss bloß schauen, es gibt auch andere Netzwerke und das Internet ist eins davon, was eine Nützlichkeit hat für viele und deswegen selbst für Parteien, die eigentlich miteinander im Konflikt oder
stehen oder befeindet sind, trotzdem so überlebenswichtig in der digitalisierten Welt ist, dass sie die Verbindung zum Internet auf keinen Fall verlieren wollen. Das heißt, wenn Bitcoin im Wert wächst, ist das einfach was für viele Individuen und auch Gruppen von Individuen bis auf Staatsebene Dinge, die irgendwann hingenommen werden und einfach der Verlust dieses Gutes oder dieses Netzwerks schwerer wäre als alles andere. Und von dem her denke ich, dass das Internet wird nicht verschwinden und Bitcoin hat sich da jetzt als das beste Protokoll für eine Lösung eines bestimmten Problems im Internet etabliert. Solange das Internet nicht verschwindet, wird auch Bitcoin nicht verschwinden. Und da werden sich die Akteure, man sagt ja auch, Bitcoin ist so ein Network of Enemies oder ein Adversarial Network, die werden trotzdem das Netzwerk brauchen, um ihre Interessen in einer digitalisierten Welt durchzusetzen. Deswegen kommen wir irgendwann an den Punkt, dass Bitcoin so wichtig ist, dass Bitcoin selbst nicht mehr wirklich versucht wird anzugreifen, sondern stattdessen eher die Akteure sich dann darauf verlagern, einzelne Individuen, die vielleicht eine große Menge an Coins unter ihre Kontrolle vereinen, die anzugreifen, aber nicht das Netzwerk an sich, sondern das dann, wenn es zu einer Zentralisierung von Kapital kommen sollte, dass das durch Angriffe gute Angriffsziele sind oder ökonomisch relevante Angriffsziele sind, was hoffentlich zu einer Balance in der Verteilung auch des Kapitals im Bitcoin-Netzwerk führt, weil jeder Akteur dann feststellen wird, oh, wenn ich zu viel unter meiner Kontrolle vereine, dann bin ich ein lohnenswertes Ziel für andere. Und das Netzwerk sorgt dann vielleicht hoffentlich automatisch für eine Dezentralisierung in dem Sinne. Ja. Aber je wertvoller Bitcoin wird, das ist dann noch, wie es jetzt dargestellt wird, ein Angriffsziel für Außenstehende ist, ist schwierig, weil dann ja, irgendwann der Punkt kommt, wo jeder trotzdem ein Stake in dem Netzwerk hat. Und wir sehen es jetzt in den USA, dass einzelne Bundesstaaten jetzt anfangen, dass die Steuern in Bitcoin gezahlt werden können. Es gibt in den USA Senatoren, die wollen, dass die Bundesstaaten, auch die Stadtstaaten oder die Städte Bitcoin in ihrer Kapitalreserve erhalten können. Also je wertvoller Bitcoin wächst, desto größer ist das Interesse auch von vielen, dass das entsprechend gesichert ist und immer ein Auge darauf zu haben, dass diese Dezentralität gewahrt ist. Vielleicht als Abschlussfrage, ist Bitcoin nach allem, was wir jetzt gesagt haben, für dich das sicherste Netzwerk der Welt oder siehst du da einen potenziellen Kandidat, der sicherer sein könnte? Nein, ich hoffe auch, dass mit der Einleitung am Anfang, mit dieser Vorstellung, dass wenn wir uns in der Informationsebene bewegen, wo wir im Prinzip den Informationsquellen, die wir verbreiten, nicht vertrauen können, sondern eine Gewissheit nur erlangen können, wenn es verifizierbare Informationen gibt, dann stellt sich im Prinzip nur noch das Problem der Sybil-Angriffe. Und da gibt es kein Netzwerk auf der Welt, was diese Resistenz gegen Sybil-Angriffe hat. Und von dem her ist Bitcoin da für diesen Anwendungsfall ein dezentrales offenes Netzwerk, um Transaktionsgeschichte, sich mit anderen drauf zu einigen, was auch immer dann daraus folgt, dass man das zum Beispiel als Geld für Geschäfte als Grundlage nimmt, gibt es keine Alternative, also bei Weitem nicht, diese Sicherheitsgarantien bieten können wie Bitcoin. Ja. Die andere Alternative ist nur eine zentrale Instanz, bei der man hofft, dass sie im eigenen besten Interesse agiert. Und da laufen wir dann aber in das Problem der unvollständigen Information. Ja, dass auch eine zentrale Instanz immer unvollständige Informationen hat und deswegen nie gute Entscheidungen für alle treffen kann, sondern vermutlich dann nur für sich selbst. Und da muss man schauen, wie nah kann man an so einer zentralen Organisation sein, um seine eigenen Interessen zu verfolgen, oder wie weit ist man davon weg, dass man sagt, ich gehe lieber auf eine dezentrale Alternative, wo wir quasi eine Win-Win-Situation für alle erzeugen müssen.
Dann würde ich sagen, das ist, glaube ich, ein gutes Abschlusswort. Wir hätten noch eigentlich viel, viel mehr Themen offen gehabt und viel mehr Fragen noch, aber vielleicht hast du Lust, noch ein zweites Mal vorbeizukommen, weil es gibt ja auch noch einen Punkt mit Bugs im Protokoll und was Full Notes machen, ob man die angreifen kann. Ja. Aber wir haben jetzt gemerkt, allein das Thema 51% Attacke plus Mining-Zentralisierung, damals hast du eine Stunde drüber gesprochen und glaube, damals einiges gelernt. Und deswegen, Jörg, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine sehr interessanten und auch spannenden Erklärungen und vielen Dank dafür. Gerne. Also, bis zum nächsten Mal wieder. Jo, war super cool. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Ciao. Jetzt hoffen wir wie immer, dass euch auch diese Folge mit Jörg gefallen hat und er euch aufzeigen konnte, was genau hinter diesem häufig genannten Mysterium der 51%-Attacke steckt. Wie wir gesehen haben, benötigt ein solcher Angriff enorme Kosten und Aufwendungen eines Angreifers und die ökonomischen Anreize für die Durchführung sind relativ gering. Zudem haben wir gelernt, dass man die häufig genannten Kritik der Zentralisierung des Bitcoin-Minings wesentlich detaillierter betrachten muss, denn auch hier lässt sich nicht direkt sagen, dass dies zu einer Gefahr für Bitcoin werden könnte. In den Episodennotizen haben wir euch weitere Informationen zu den 51%-Attacken, Jörgs spannenden Vortrag zum finalen Geld und die Online-Akademie von Conserve verlinkt. Und nun bedanken wir uns wie immer dafür, dass ihr auch diese Woche wieder zugehört habt und freuen uns sehr darüber, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Zudem würdet ihr den Podcast sehr unterstützen, wenn ihr auf Apple Podcasts oder Spotify eine Bewertung abgebt. Gerne könnt ihr uns auch Fragen, Kritik oder Anregungen per Mail oder Twitter zukommen lassen. Die Kontaktinfos haben wir euch natürlich ebenfalls verlinkt. Ansonsten wünschen wir euch nun eine schöne Woche und wir hören uns dann nächsten Sonntag wieder zu einer neuen Folge. Bis dahin, ciao. Tschüss.